Thomas Horschbach von Werde Musiker, herzlich willkommen zu diesem Video. River Flows in You in 10 Minuten. Dieses Video ist ein bisschen länger als 10 Minuten, weil ich am Ende nochmal das gesamte Stück vorspiele, sodass du checken kannst, ob du das alles richtig mitbekommen hast, was ich erklärt habe. Also, das ist eine ganz besondere Version. Ich habe noch ein viel umfangreicheres Tutorial zu diesem Lied River Flows in You mit ganz vielen Details und so weiter. Aber ich denke, diese Version hier, die ich in kurzer Zeit zeige, ist etwas, ja, das können auch Anfänger einfach mal probieren. Aber ganz besonders, wenn du Anfänger bist, check mal unten in der Videobeschreibung den Link aus zu meinem kostenlosen Piano-Crash-Kurs. Also das ist ein kleiner Klavierkurs, den gibt es gratis zu dir nach Hause, wenn du möchtest. Ja, ist eine wichtige Grundlage hier, wenn du mit meinen Tutorials auf meinem Kanal üben willst, also wenn du neu auf dem Channel bist oder halt, wenn du Anfänger bist. Ja, viele von meinen Abonnenten sind bereits da, freut mich sehr und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du demnächst dabei bist. Also, vielen Dank und jetzt viel Spaß mit River Flows in You. Okay, ich werde jetzt sehr kleine Abschnitte, Überabschnitte von dem Stück zeigen und zwar zweimal, einmal schnell und einmal langsam. Danach pausierst du das Video am besten und wiederholst diesen kleinen Überabschnitt immer und immer wieder, am besten so 50 oder 100 Mal. So, das klingt jetzt erstmal sehr viel, aber das ist der schnellste Weg, dieses Stück einzuüben. Okay, lass uns mit dem ersten Abschnitt anfangen. Jetzt langsam. A, Gis, A, Gis, E, A, D. Okay, jetzt kannst du das Video pausieren und das immer wieder wiederholen. Jetzt die linke Hand. Das ist Fis, Cis, Fis und dann D, A und E. Okay, jetzt lass uns beide Hände zusammenbringen. Jetzt langsam, zusammen, 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 rechts, zusammen, 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 rechts. Der nächste Teil ist sehr einfach, nämlich wir spielen nur A und Cis in der rechten Hand. Noch vorweg. Ja, und dann sieht der ganze Part so aus vom Anfang. Kleine Pause und dann A und Cis davor. Den gleichen Teil halt. Okay, und das ist schon das Intro. Für den nächsten Teil haben wir fast die gleichen Töne, nur einen anderen Rhythmus in der rechten Hand. Und außerdem fügen wir das A mit dem Daumen hier hinzu. So, nochmal ganz langsam. Die linke Hand spielt genau das Gleiche. So, sodass wir es eigentlich sofort probieren können, aber natürlich ist es schwierig, wenn wir jetzt beide Hände zusammenbringen. Ja, bleibe bei diesem kleinen Überabschnitt hier. Okay, jetzt spiele ich es viel langsamer. Wenn das zu schnell für dich ist, ja, dann schaust du dir am besten mein detailliertes, langes Piano-Tutorial nochmal an. Der Link ist in der Videobeschreibung. Nochmal langsamer. Cis, D, E, Cis. Und mit dem Überabschnitt davor ist es
der Daumen und dann der Mittelfinger geht zum Cis. So. Die linke Hand spielt. Das ist A, E, Cis, E, H, E. Okay, jetzt beide Hände zusammen. Na wunderbar, das ist zusammen, 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 rechts, zusammen, links, links. Der nächste Überabschnitt in der rechten Hand ist dieser hier. A, Gis, A, A, H, Cis. Die linke Hand spielt genau, was du bereits kennst. Vom Anfang. Fis, Cis, Fis. E, H, E. Okay, also dann beide Hände zusammen. Rechts, rechts, zusammen. Links, links. Rechts, rechts, zusammen. Nochmal. Der nächste Überabschnitt. Sehr einfach in der rechten Hand. Cis, D, E. Jetzt haben wir eine Pause und dann zurück. Und auch hier, was die linke Hand spielt, ist das, also ist nichts Neues. Ja, das, was du schon kennst, also sofort mal beide Hände zusammen. Rechts, rechts, zusammen, links, links, rechts, rechts, zusammen, links, links. Nochmal. Okay, super. Im nächsten Schritt solltest du jetzt diese kleinen Überabschnitte zusammen üben, so wie folgt. Super, und wenn du das Spiel kannst, dann kannst du diesen Teil komplett wiederholen und dann gibt es einen anderen Teil. Okay, der nächste Hauptteil, also ein anderes musikalisches Thema, ist dieses. Okay. Okay, und im Detail ist es A, H, A, Gis, A, E. Zweimal. Du kannst das so wiederholen. Ja, immer und immer wieder. Ja, gerne 10, 20, 50, gerne 100 Mal. Okay, du weißt jetzt, was die linke Hand spielt. Ist nämlich immer das Gleiche. Ja, ja, die AE wieder. Genau. Okay, lass es jetzt beide zusammenbringen, aber das ist sehr schwer. Rechte Hand erstmal alleine. Und wenn die rechts an das A spielt, spielt die linke an das Fis. Ja, erstmal bis dahin. Ja, versuche das mal. Okay, super, jetzt beide Hände zusammen.
Okay, mit der Rechnung weiter. Okay, dann spielen wir mit dem Ringfinger. A, H, A, Gis. Und jetzt spielt der Daumen das A. Dann geht's hoch. A, H, Cis, D, E, Fis, H, A. Und mit dem Zeigefinger das Gis. Das ist ein großer Überabschnitt, aber es geht einfach, weil es hoch und runter geht. So, also nochmal. Hoch, Cis, E, A, Gis. Etwas länger, ne? Naja, aber immer wieder schön wiederholen. Die linke Hand kennst du natürlich schon. Bringen wir sofort beide Hände zusammen. Rechte Hand alleine zuerst. Und jetzt, wenn der Daumen das A spielt, spielt die linke Hand auch. Rechts, zusammen, rechts, zusammen, rechts, sorry, Cis, rechts, rechts, und dann Gis und E zusammen. Okay, und linke Hand alleine am Schluss. Langsam. Die rechte Hand spielt und wenn sie das A spielt, spielt die linke auch das A und dann zusammen, rechts, zusammen, rechts, 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 auf der letzten Rechtnote links das E, dann links, links. Okay. Der nächste Abschnitt ist sehr besonders, nämlich wir schauen auf den letzten Überabschnitt, ja auch noch auf den letzten Überabschnitt, weil die linke Hand E, H und dann das E nochmal spielt, hier auf diesem E. Wir fangen so zu spielen an, nochmal, A, H, A, Gis. Ja, das ist der Anfang von diesem Teil. So, dieser Teil wird quasi wiederholt. Und alles zusammen sieht dann so aus. Und dann... Und auf diese Art solltest du das Ganze jetzt immer und immer wieder wiederholen, wenn du in diese kleinen Übungsabschnitte machst. Okay, super, und das ist es. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich spiele jetzt nochmal alles vor, ganz langsam. Ja, und dann kannst du nochmal genau anschauen, erstmal wie die Reihenfolge ist und dann auch nochmal genau, wie es funktioniert. Oh, sorry. D. Mm-hmm.
dieser Teil wird wiederholt, ne? Und der letzte Akkord ist, ich spiele Fis E. Fis Moll. Fis, Cis, Fis, A, Cis, E, G. Ja, du kannst es in unterschiedlichen Oktaven spielen. Es gibt so viele Möglichkeiten und natürlich gibt es noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und wenn du noch hungriger bist, dann check unbedingt mal den Link in der Videobeschreibung. Den Piano-Crash-Kurs empfehle ich sehr, wenn du ihn noch nicht hast. Und die andere Sache ist meine längere Version zu Reflows in You mit viel mehr Details. Aber sie ist auch wirklich sehr, sehr lang, umfangreich. Aber ich zeige dir sehr genau im Detail mit ganz vielen Mini-Kleinigkeiten, was du da spielen kannst. Okay, also wenn du Lust hast, schau mal da vorbei. Ansonsten freue ich mich sehr, wenn du im Crashkurs dabei bist. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und bis zum nächsten Tutorial.